Hi, herzlich willkommen heute am 12. Oktober 2015 zu einem weiteren Update meinerseits zur Raus aus der Lustfalle Challenge, beziehungsweise aktuell zur Challenge, die bei mir gerade am 9. Tag ist. Ja. Und ich wollte das heutige Video zum Anlass nehmen, mich aufzuregen über ein High-Carb-YouTube-Bullshit, den ich letzte Woche gehört habe, der mich unglaublich aufgeregt hat und der mit in unser Esssucht-Thema reinspielt. Und ja, und zwar ging es darum, eine YouTuberin, eine deutsche YouTuberin mit sage und schreibe 16.000 Abonnenten, hat auf ihrem Kanal erzählt, dass der Grund, warum man nicht die Finger lassen könnte beim Veganwerden von unveganen Sachen, damit zusammenhinge, dass man nicht genug esse. Und ich habe mich unglaublich darüber aufgeregt. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wie kann man so dumm sein? Wie kann man so abgrundtief dumm sein? Und wie kann man das 16.000 Leuten erzählen? Und die glauben das vielleicht dann auch noch. Und was passiert denn, wenn die das machen? Denn das ist nun echt ein Thema, wo ich mich sehr lange mit auseinandergesetzt habe. Schlussendlich setze ich mich seit ich mit Rohkost anfing, seit 12 Jahren damit auseinander, wie man denn nur alles essen kann, was man will, ohne davon zuzunehmen. Und da ich da halt nicht weitergekommen bin, stieß ich dann irgendwann auf das Suchtthema. Jetzt ist mir natürlich irgendwie auch, das muss ich dann entschuldigend dazu sagen, ist mir natürlich klar, warum sie da irgendwie drauf kommt. Weil sie das selber subjektiv so erfahren hat, dass in dem Moment, wo sie genug High-Carb-Kram gegessen hat, es ihr leicht fiel, von den anderen Sachen die Finger zu lassen. Beziehungsweise, sie war erst vegan und dann kam sie zur High-Carb-Ernährung. Also ist sie nie von Omnivore zu High-Carb-Vegan gewechselt und hat daher da diese Erfahrung positiverseits tatsächlich überhaupt gar nicht gemacht. Das andere ist, dass ich verstehen kann, dass sie das für sich persönlich so wahrnimmt, dass wenn sie genug Sachen isst, sie keinerlei Gelüste auf was anderes hat. Weil wenn ich gerade mich vollgestopft habe mit einer Gemüsepfanne, wo Hülsenfrüchte, Getreide und Gemüse drin ist, dann, wenn ich durch die Straßen laufe, rieche ich auch nicht die nächste Currywurstbude an der Ecke und kann dann nicht kommt dann nicht auf die Idee, mir eine Currywurst zu kaufen, wenn ich jetzt gerade erst mal so eine Woche Vegetarier versuche zu sein oder sowas. Ja, und dann ist das natürlich vorgelabert von Freely und Durian Rider, auch völlig klar, die haben aber auch null wissenschaftliches Know-how. Und man ist dann, das ist halt das Schöne an Wissenschaft und das Doofe an diesem subjektiven Scheiß. In dem Moment, wo sie selber die Erfahrung macht, dass wenn sie sich selber satt ist, sie keine Gelüste auf ungesunde oder unvegane Sachen hat, dann ist sie eine Person, die diese Erfahrung macht. So, wir haben hier eine Studie mit einer Person. Wir haben dann den Studienleiter, die sie selber als diese eine Person ist. Also sie ist Proband und Beobachter gleichzeitig und dadurch passieren viele Fehler. Und sie hat überhaupt kein Hintergrundwissen zu dem Thema und auch damit können Interpretationsfehler passieren. Und das ist der Grund, warum dann jemand erzählt, dass das so ist. Und das mag durchaus für ihn sein, aber das 16.000 anderen Leuten auf YouTube da draußen zu erzählen, dass das bei denen genauso ist, das ist idiotisch, vor allem in Anbetracht dessen, dass sie überhaupt gar nicht wissen kann, was die Leute denn im Einzelnen da draußen essen. Ja, und jeder, der halt irgendwie, sie hat absolut null wissenschaftlichen Hintergrund, und jeder, der wissenschaftlichen Hintergrund hat, da merkt man immer was, eine differenziertere Haltung. Aller Studien sagen das und das und das und das. Ich persönlich handhabe das für mich aber so und so. Das nehme ich bei allen Leuten, YouTubern wahr, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, die was in dem Bereich studieren und bei denen, die das eben nicht tun, nicht. Da ist das alles eine Suppe. Jede selbstgemachte Erfahrung ist dann direkt pauschal auf alle, auf die ganze Welt, auf alles da draußen anwendbar. Und das ist halt unwissenschaftlicher Bullshit. Der passiert in der Rohkost,
Der passiert in der High Carb Szene, der passiert in der veganen Esoterik Szene, der passiert halt an sehr, sehr vielen Stellen. Und ich mache mir immer Sorgen darum, was passiert, wenn Leute das glauben. Naja, jedenfalls habe ich mehr als dagegen reden, kann ich nicht. Ich habe dann gedacht, ich erzähle einfach mal, woher denn Gelüste kommen. Also die meisten Challenger wissen es sowieso. Es gibt, soweit habe ich das ausgemacht, hauptsächlich drei Gründe, warum man Gelüste auf Sachen bekommen kann, die man am liebsten eigentlich gar nicht essen will, sei es vegane Sachen oder unvegane Sachen. Denn wenn man eine Ernährungsumstellung macht von jetzt omnivor auf vegan, hat man natürlich auch die alten Gelüste, genauso wie wenn man jetzt versucht, sich Schokolade abzugewöhnen. Und da sind wir schon beim ersten Thema. Das ist eine Gewohnheit, die man da aufgebaut hat. Gewohnheiten, dass man in gewissen Situationen zu gewissen Nahrungsmitteln greift. In meiner Familie waren das zum Beispiel, also ich kann mich erinnern an wunderbare Nachmittage im Schwimmbad, wo es immer Pommes dazu gab. Ich kann mich erinnern später an Abende mit Pizza und Wein, jeden Freitagabend traditionell in der Familie. Dasselbe gilt natürlich für gewisse Torten an Geburtstagen, für in meiner Familie auch eine Milka-Schokolade samstagabends zum Fernsehen. Oder was man halt so an allen Ostern, Weihnachten oder sonst was Festtagen sind, dass man halt Gelüste einfach hat auf Sachen, die man mit gewissen Situationen verbindet. Einfach so. Dann gibt es andere Sachen, das ist das ganze Lustfalle-Ding, die Erfahrung haben wir mittlerweile alle gemacht, dass einfach gewisse Nahrungsmittel, seien sie vegan oder seien sie unvegan, spielt da auch wieder überhaupt keine Rolle, das Belohnungssystem mehr aktivieren als andere Sachen. Und da kann ich mich vollgestopft haben mit einer riesengroßen oder einem ganzen Wok voll Kichererbsen, Reis und Gemüse und ich bin voll satt. Und ich habe vielleicht sogar noch eine Banane danach gegessen, weil ich Süßhunger hatte. Aber danach könnte ich immer noch was essen, was noch mehr das Belohnungssystem aktiviert. Ein Oreo zum Beispiel oder ein Vega-Riegel. Die sind nämlich, die können das noch viel mehr. Und das ist dann auch der Grund, warum man das immer noch danach essen kann, wenn man sich davon nicht entwöhnt hat. Und das ist halt eine Frage des Belohnungssystems. Aber diese YouTuberin, die glaubt halt auch zum Beispiel gar nicht an Esssucht. Kann sie auch nicht, sie hätte keine Ahnung von Neuroendokrinologie. Dann halt nicht. Ich finde es halt nur fatal, wenn man den Leuten da draußen dann irgendwelchen Bullshit erzählt. Ja, und das Dritte, warum man halt Gelüste haben kann, ist, weil man einen tatsächlichen, reellen Nährstoffmangel hat, der sowohl passieren kann, wenn einem die Kalorien fehlen, als auch wenn einem eine bestimmte Aminosäure fehlt oder irgendein Mineralstoff oder solche Sachen. Dass es wirklich eine physiologische Gelüste sind. Und aus der Perspektive von jemandem, der nur seine subjektiven Erfahrungen hat, kann ich das schon nachvollziehen, dass sie dann denkt, so, okay, wenn ich, ist ja auch so, ne, wenn du alle deine Nährstoffe aufgenommen hast, sogar dein Eiweiß aus Obst aufgenommen hast, aber dafür 8000 Kalorien gegessen hast, na, dann hast du vielleicht echt keinen Hunger mehr auf Eiweiß, aber du hast viel zu viele Kalorien gegessen. Und gleichzeitig ist diese Person auch jemand, die den Leuten sagt, solange man vollwertig und pflanzlich und ich glaube auch fettarm ist, ach, solange man einfach High Carb pflanzlich ist, kann man alles essen, was man möchte und man erreicht sein Idealgewicht. Und auch das ist natürlich nicht wahr. Ich war sehr dankbar für die gute Lea Loves Lifting, die ein Video gedreht hat, jetzt vorgestern oder gestern auch erst darüber, dass man nur mit Kaloriendefizit abnehmen kann. Man kann nicht einfach alles essen, was man möchte, es sei denn, ich möchte weniger essen, als man braucht und hat dann ein Kaloriendefizit. Und das stellen wir halt mit der Challenge-Ernährung automatisch her, dadurch, dass wir halt, so wie Dr. Joel Foreman es macht, und jetzt komme ich gleich wieder auf das Gewinnspiel zu sprechen, dass wir es halt so machen, dass wir möglichst Nahrungsmittel verzehren, die eine hohe Energiedichte auf einer geringen Kalorienmenge haben. Also möglichst viele Nährstoffe auf möglichst viele Kalorien. So, wo ist es? Oh mein Gott. Da ist es. Es ist noch da. Genau, wie es Dr. Joel Foreman macht. Und in diesem Buch Eat to Live, was ich verlose jetzt den ganzen Oktober unter allen Leuten, die mich abonniert haben und die einen Kommentar hinterlassen. Ja, und
abgesehen von diesen drei Faktoren, aus denen man Gelüsten haben kann, also reeller Nährstoffbedarf, dann emotionales Beruhigungs-, Aufputsch-, Opiat-, sonst was Bedarf oder auch erlernte Verhaltensweisen durch Situationen und Erinnerungen und so weiter, ist das natürlich alles bei weitem immer noch gar keine Erklärung für Leute, die dann halt zum Beispiel Binge-Eater sind. Die dann wirklich in einer Mahlzeit 5000 Kalorien essen. Soll man denen auch noch sagen, du isst das, weil du nicht genug gegessen hast? Das ist Schwachsinn. Das ist totaler Schwachsinn. Und das vor allem zu pauschalisieren, ist auch totaler Schwachsinn. So, und ich möchte euch da draußen bitten, solchen Schwachsinn nicht zu glauben. Also, ich habe schon überlegt, ob ich High Carb Bullshit auch debunken soll. Und da habe ich gedacht, nein. Dann denken die Leute, der McDougal ist doof, weil sein Buch auf Deutsch die High Carb Diät heißt. Und das ist natürlich nicht so. Aber es gibt einfach so viele YouTube-Bullshit-Leute da draußen. Das ist unerträglich. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich da immer noch hingucke. Aber man will ja wissen, was da draußen auch so passiert. Also, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich doch. Wenn ihr Dr. Joel Fuhrmanns Buch gewinnen wollt im Oktober, dann müsst ihr diesen Monat, den ganzen Oktober, einen Kommentar unter meinen Videos hinterlassen und mich abonniert haben. Und eure Meinung dazu würde ich natürlich auch gerne wissen, zum Thema, wann habt ihr denn Gelüste und habt ihr auch das Gefühl, dass das daran liegt, dass ihr zu wenig gegessen habt? Oder habt ihr das Gefühl, dass das eher mit Stress zusammenhängt, mit Situationen, in denen ihr seid, in denen ihr diese Sachen vorher immer konsumiert habt? Ist es Konditionierung? Oder habt ihr einfach nur zu wenig gegessen? Das war's. Ich sag ciao, bis bald, eure Silke.